Tip, tip, ihr Vögel, und damit willkommen zurück zu Signalis, liebe Leute. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich muss jetzt hier. Genau, Rolling Shutter. Wir müssen in den siebten Untergeschoss. Ins siebte Untergeschoss. Oh, warte mal, das war falsch. Nee, doch, war richtig. Haha. Nächste Mal. Und hier die Rolltür öffnen. Und versuchen nicht zu sterben durch diese Viecher da. So, runter ins siebte. Jetzt bin ich im achten. Quatsch. So. Yo, da gucken wir mal, was hinter der Tür auf uns wartet. Ah, der ekelhafte. Ui. Okay. Okay, okay. Ja, stirb. Okay, das ging flott. Ein Schuss, ne? Oh, da ist ja auch nochmal eine Itemtruhe. Warum das denn? Eulenschlüssel. Ja. Wer spielt hier die Symphonie? Replika-Übersicht Euler. Generation 4 ökonomisch Allzweck und so weiter. Euler-Einheiten sind das Rückgrat der Arbeiterfront der Nation Eusan. Diese eleganten Mehrzweck-Arbeiterinnen sind geeignet für alle Arten häuslicher Arbeit, wie Putzen, Kochen oder einfache medizinische. Hatten wir doch schon. So. Library Hallway, East Hallway. Also, wann ist die Taschenlampe, Leute? Wo war jetzt die Taschenlampe? War das nicht hier irgendwo? Ach, crap. Nicht irgendwo liegen lassen, diese dumme Taschenlampe? Darum vielleicht? Nee. Lass, ich muss jetzt nochmal alle Räume durchgehen. Ist ja auch nicht schwer, ne? Also. Ne. Ne, da war's nicht. Aha. War's dunkel, ne? Oh. Oh, ja, da war's dunkel. Gehen wir nochmal die 8. Darmap, Briefing Room, Dorm Room, Office. Falks Box. Ach nee, warte mal. Warte mal, hier waren die Eulen. Ne, hier war der Eulenraum. Oder? Verschlossen. Büchereischlüssel. Natürlich brauche ich den Büchereischlüssel. Genau, hier war es dunkel. So, hier war es auch verschlossen. Kolibri-Schlüssel. Natürlich brauche ich den Kolibri-Schlüssel. Aber ich komme noch drauf klar. Was? Achso, der Mineshaft-Access war auch dunkel, ne? Achso, die Taschenlampe. Ja, bitte. Hallo? Ah, okay, jetzt. Gott. Was haben wir denn hier? Adler. Ja, integraler Projekt. Warte mal, das hatten wir doch schon. Ja, genau, hatten wir schon. Adlerschlüssel, war mir irgendwie klar. Ey, jetzt kann ich in die ganzen dunklen Räume rein. Ist es nicht schön? Nee, ist nicht schön. Aber jetzt können wir halt mal hier ein bisschen gucken. Hier war ich ja noch gar nicht. Administratorschlüssel, naja, klar. Ich finde da eigentlich meine Haare, die sind wieder schön silber, ne? Geil, oder? Ja. Ich hatte nur eine Tönung drin, keine Sorge, weil einige sagten, Bruga, was ist so schön coole silberne Haare und jetzt hast du wieder braun gefärbt. Nö, war nur eine Tönung. Achso, Kolibri, ja. Schmolibri. Ist ja gut. Lieg immer, ne? Bitch. Au.
Und ich habe keine Elektrostäbe mehr. Aber dafür viel Munition. Oh Gott, was ist das hier? Storch! Jedes Kader der Projektektor-Sicherheitstechniker wird von der Controller-Einheit beaufsichtigt. Doch auch schon. Ja. Bitte lass jetzt hier nichts mehr sein, was mich attackiert. Oh ja, bitte. Jetzt kann wieder was kommen. Ausnahmsweise. Ich erlaube es. Erstmal abforzen. Mittlere. Ja, komm. Bin immer noch nicht voll. Nominal. Ja, gut, aber trotzdem. Nominal ist ja nicht gut. Noch gelb. Also war ich wahrscheinlich schon kurz davor zu krepieren hier, hä? Ja, musste sein. Ich wäre jetzt nicht anders klargekommen. Aber hey, wir haben nichts bekommen da drin. Also nichts Wichtiges, so wirklich. So, da weiß ich auch nicht so ganz, was wir da sollen. Erstmal hoch wieder. Warte mal. So, ganz hoch kommen wir ja leider nicht. Gucken wir erstmal hier. Oh, da liegt was auf dem Tisch. Inselschlüssel. Inzellschlüssel. Kolibri im Verwaltungsbüro. Einer der Kolibris hat sich im Verwaltungsbüro im 7. Stock verschanzt. Ich habe sie und ihre Illusionen weinend da drin sitzen sehen. Welche ist die echte? Ach, das hatten wir ja schon. Ich glaube, es liegt an diesem Gemälde da drin. Immer wenn ich jetzt so nah, immer wenn ich hier nahe gekommen bin, war es, als ob mein Hirn attackiert wurde von dieser Insel. Gefühl war so stark, dass ich fast kotzen musste. Gibt es einen Weg, die Übertragung zu neutralisieren? Vielleicht eine Art Rückkopplung der Frequenz ihres Kontrollsignals? Da wäre schon gemacht. Rennen ist immer falsch hier, ne? Wie wir wissen. Bei denen zumindest. Aber da liegen sie überall rum, diese blöden Sichter. Werkstattschlüssel, cool. Hier. Also die Postbox, achso, da habe ich auch keinen für. Aber Inselschlüssel ist ja klar, ne? Das dumme Kabel hier im Weg, was soll das? Inselschlüssel ist klar, das war das Bild. Das wissen wir ja noch. Oh nein. Steht jetzt auch wieder auf, ne? Blödes Mistvieh. Ah, da ist der Eulenschlüssel. Okay. Aber ich bin jetzt gut. Alles cool. So, gehen wir halt nochmal den 6. gleich. Ja, da warte, eigentlich kann ich gleich runter in den 8. Im Moment war jetzt der Schlüssel. Im 7., ne? So, weg damit. Zack, zack, zack. Sehr cool. Ja, wie gesagt, das Spiel schwankt immer so zwischen leicht und schwer, finde ich. Weil ich ja erst sagte, es ist halt so ein Mittelding, ne? Man kann es nicht sagen. Island Painting, da ist es doch. Archive, ja, gehen wir da hin, ne? Oh nee. Hört die steht jetzt auch gleich wieder auf, die alte. Steht einfach alle wieder auf. Wie wär's damit? Ihr dreckigen. Dreckigung bist viel schwach. Los. Geil.
Ineta, Wiege der Menschheit. Ah! Wollte schon sagen, F dich bitte jetzt mal spielen, wenn ich schon wieder keinen Platz habe oder weil ich so viel Munition aufgehoben habe. Der Jäger. Der Jägerschlüssel. So, okay. Ich glaube, es ist Island Painting. Fang mich doch. Ich muss ja nie wieder hier hin. Lass mich. Und? Nein, ich will die Karte. Werkstattschlüssel. Ja, danke schön. Kommt da immer irgendwie alles zusammen, ne? Hier, Workshop. Da kann ich aber auch... Was ist der Jägerschlüssel denn für gut? Naja. Die angestarkst kommt die ekelhafte. Im 6. ist das dann die Postbox. Ist das vielleicht hier? Ah ne, da brauche ich extra den Briefkastenschlüssel. Entschuldigung. Warte mal, im Repair Bay war ich auch noch nicht, ne? Na gut, dann bin ich ja hier eigentlich richtig. Bom, bom, bom. Schon Kampfkoloss. Ach, jetzt bist du richtig tot, oder was? Ah, seht mal. Nee, so einen dummen Autoinjektor brauche ich jetzt auch wieder nicht. Okay. Eine Waffenkiste. Klebeband. Könnt mich mal echt. Mal wieder rausgekrochen? Ja, guten Tag. Na gut, dann muss ich jetzt erstmal. Es ist so. Ich habe mich schon oft beschwert über die Plätze, die man hier hat zur Verfügung. Bitch! Wieder. Guck mal. Hä? Oh, ich jetzt bitte Platz gehabt. Nein. Oh komm, doch, ist egal. Nein. Nicht egal. Leck mich doch hinten rum, ey. Was ist das denn hier? Star und Storch. Also erstmal bekannte Replika-Probleme Teil 2. Vertrauliche Informationen nur für Kommandanten. Erfahrungen mit diesen Replika-Modellen haben uns Einblick in Unregelmäßigkeiten im Verhalten dieser Einheiten gegeben, die auf die ursprünglichen neutralen Muster zurückgehen, die für diese Einheit benutzt wurden. Aufgrund der vertraulichen Natur dieser Informationen sollte dieses Dokument nach dem Lesen zerstört werden. Star, trotz ihrer normalerweise lockeren Art haben Starre eine strenge interne Hackordnung, die es zu beachten gilt, wenn man Einheiten zu Offizieren befördern will. Eine respektable Einheit nicht zu befördern oder eine Einheit von niedrigem Stand zu befördern, führt zu Spannungen in den Schlafsaalgruppen. Starre entwickeln gelegentlich Klickenregeln, die körperliche Strafen involvieren. Es wird empfohlen, einigen Offizieren persönliche Militärwaffen als Fetischobjekte zu erlauben. Storcheinheiten haben ein ungeduldiges Temperament. Sie früh nach dem Ersteinsatz in Geduld zu trainieren ist entscheidend, da ihr neurales Muster weniger stabil ist als das anderer Modelle. Befehlungen in dieser Phase können ein extrem explosives Persönlichkeitsbild mit einem Hang zur Grausamkeit und Gewalt erzeugen. Eine beliebte Strategie ist es, ihr eine ältere Star-Einheit als Partner zuzuweisen. Storchs Persona stabilisiert sich, indem sie duscht oder badet. Bücher über Geschichte oder Mythologie funktionieren gut als Fetischobjekte.
Ich raff nicht so ganz, warum nehmen die so instabile Persönlichkeiten für diese offensichtlich doch sehr wichtigen Gestalten da. Gib mir nicht in den Kopf. Hallo? Kann ich nicht nachladen? Das war gar nicht Pistolenmunition. Was war denn hier? Was ist denn hier los? Eine kleine Radiosendeanlage. Sie ist eingestellt, das Eingangssignal des Kassettenspielers auf der Frequenz 142 kHz zu übertragen. Na dann, weiß ich, was ich zu tun habe. Und jetzt? Ah, ich brauche eine Audiokassette. Gut. Audiokassette. Ist der nicht irgendwo? Wo gibt's denn die nächste? Ach hier, Flooded Office. Vierten. Maintenance Office. Ja, im siebten gibt es den Pianoraum. Immer runter den siebten. Habe ich die nächste Ablagemöglichkeit. Beach? Okay, sie ist, glaube ich, jetzt echt futsch. Aber sie zuckt halt immer noch, ne? Also sieht immer so ein bisschen unstet aus. Musikzimmer. Ede Petede hier alles. So, muss ich jetzt leider nochmal hoch. In den sechsten, ins Waffenlager da hinten und mir die Waffenkiste holen. Ich wette irgendwie, da ist der Colt drin, ne? Der Colt. Für die fette neue Waffe hier. Also für die Munition, für die 12mm Hohlspitzgeschosse. Ich habe immer noch den Jägerschlüssel. Ich glaube, die stehen auch nur auf, wenn man nah dran vorbeiläuft, kann das sein. Und der wird ab einem bestimmten Punkt getriggert. So, was macht das? Gesicherte Aufbewahrungsbox für Pistolen, große Feuerwaffen, abgesperrt mit einem kleinen Vorhängeschloss. Ein kurzläufiger 6-Schuss Spannungsabzug, Taschenrevolver. Feuer 12mm Hochleistungsmunition, starker Rückschuss, große Einschlagskraft. Geil. Was geht denn hier? Okay. 60-60, Jäger, Star, alle Stars. Brauche ich gar nicht erst schießen, ich weiß, dass ich eh viel besser bin. Jetzt aber die Frage, was mache ich als nächstes? Ich habe Klebeband und das war's. Ich habe da bestimmt wieder irgendwas liegen lassen. Ich weiß auch wo. Da. Hier im siebten. Im siebten. Oho. So, ich lege den natürlich erstmal weg in die Kiste, den Colt, ne? Versteht sich von selbst. Der ist viel zu mächtig, als dass ich ihn jetzt verwende, glaube ich. So. Fertig. So, nämlich hier beim Protector Arc. Ne, warte mal, im Arkav habe ich alles aufgehoben, ne? Star Map Briefing Room. Und hier auch die Aufzüge, da habe ich da auch alles gemacht, aber warum steht das als unfertig da? Falkes Box. War nur die da. Warte mal, du stehst jetzt auf. Okay. War.
Aber super, super leise. Was Wichtiges? Nee, also man sieht schon immer, wo was Wichtiges ist. Ich bin kurz gerannt, dass die aufmerksam wurden. Geht mal hier in den Star Room. Vielleicht ist da noch irgendwas. Was machen? Heimat. Die Reihschlüssel. Hier brauche ich einen Schlüssel. Da brauche ich überall einen Schlüssel. Dann hier zu Adlers Terminal. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Entschuldigung. Da kommt er wieder rausgekrabbelt. Probieren wir die Frequenzen durch. Komisch. Irgendwas musst du doch sagen mit der Eulenbox. War was? Nee. Das gibt's doch nicht. Irgendwas muss hier sein mit der Metallkiste. Die Falkeinheit, ist sie tot? Sie sieht ungewöhnlich friedlich aus, wie sie da liegt. Gar nicht. Vielleicht irgendwas drin? Muss ich irgendwo einen Hinweis geben, welche Frequenz man hierfür braucht. Falke. Ja, Bioresonanz-Prototyp, weil ihr nicht der Wünsche vergessen, also bringe ich nur ein Gefühl, Gedanken zu anderen, also Fähigkeit, Objekte aus der Ferne zu manipulieren. Ha. Ja, ja, da bist du wieder. Au. Uncool. Uncool. Wie gesagt, Büchereischlüssel. Hier brauche ich das Kommando. Der Kolibri-Schlüssel, Entschuldigung. Noch weiter. Ey, 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 ey.
Sind wir jetzt gerade hinterhergekommen durch den... Nee. Geht doch gar nicht. Der ist voll klein, der ist nur 1,75 groß, der Typ. Adler. Was? Wunderwaffen unserer Nation im Kampf gegen das Reich. Falke-Einheit. Adlerschlüssel. Keine Ahnung, wie es jetzt noch weitergehen soll hier. Bin ich tot? Ja, da sind nur die ganzen Zugänge. Ist alles gemacht? Hab ich da alles gemacht? Leider hoch geht's nicht mehr. Warte, ich würde jetzt. Muss doch nicht jetzt jeden einzelnen Raum nochmal durchsuchen, oder? Ob ich irgendwas hab liegen lassen? Falkes Box. Star-Map. Ja, ab Stock 6 geht's los. Radio Transmitter Workshop, aber ich habe leider. Ja, ich habe ja auch nichts für die Postbox. Ja, Leute, da muss ich jetzt nochmal suchen. Es tut mir sehr leid. Mann. Leute, ich bin so ein Held. Ich war in einem Raum noch gar nicht drin, ne? Hier nämlich, guck mal. Der ist blau. Ah, ich bin so ein. Ein Pfosten. Was haben wir hier Schönes? Ja, komm, den können wir mal nehmen. Inspekt. Ein tragbarer Audiokassettenspieler mit einem Messer, das im Lautsprecher steckt. Kaputte Musikkassette. Okay. Band war gerissen. Eine Mehrspur-Magnet-Tonbandkassette zur Endloswiedergabe. Eulenlieder. Sehr herrlich. Oh, ein Elektroschocker. Die ganzen Lichterketten hier sind ja niedlich. So, jetzt Radiotransmitter und Workshop. Endlich. Jetzt runter oder? Okay, hier lang. Und sie steht wieder auf. Die mögen es halt nicht, wenn man über sie drüber läuft, so ein bisschen. Reagieren sie etwas allergisch, die Liebchen. Habe ich wieder eine Lust aufzustehen, ne? Alles gut. So, jetzt können wir die Kassette hier eingeben. Eulenlieder. Nummer 142. Soll ich jetzt irgendwas drücken? Ba 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 ba. Wird das jetzt auf oder nicht? Ich weiß halt nicht, ob es jetzt aufnimmt, aber ich schätze mal nicht.
Warte mal. Ich glaube, ich muss auch gar nicht aufnehmen. Jetzt nehme ich mal runter in den 8. Stock. Ich glaube, es soll einfach nur die Musik abspielen. Das finde ich nicht so cool. Die Box öffnet sich. Ich hab's gewusst, dass das irgendwas bringt. Kolibri-Schlüssel. Ja. So, können wir jetzt auch ausmachen. Fein. Fein, fein, fein. So, dann werde ich jetzt gleich mal speichern gehen, Leute. Und damit hat sich das für diesen Part auch. Kein Stress, Madame. Die ist aber ein bisschen überlappend. Also, wird das Feuer viel schöner. Hier drin speichern. Nö. Okay. Ich nochmal den 7. um zu speichern. Alles klar, Leute. Dann ist ja Schluss. Wir sind das nächste Mal wieder hier bei Signalit. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht, ne? Also, ich schätze mal aber nicht so lang für so ein kleines Indie-Teil. Naja, wir sehen uns. Dankeschön, auf Wiedersehen.